Konnichiwa minasan! Heute mal nicht in der Badewanne, sondern heute sitze ich hier vor einem Berg voller Wäsche und einer Waschmaschine. Denn wir schauen uns heute an, wie waschen Japaner. Da gibt es nämlich auch den ein oder anderen Unterschied zu Deutschland, der auch in Verbindung damit hängt, wie die Wohnungen in Japan gestaltet werden. Das hier ist erstmal unsere Waschmaschine. Ist ein richtig fettes Ding, muss ich ganz ehrlich sagen. An der Stelle auch vielen Dank an meine Eltern, denn die haben das Ding gesponsert. Die haben gesagt, Kevin Mayu, ihr zieht um, kauft euch eine vernünftige Waschmaschine. Und das haben wir natürlich auch getan. Deswegen ist es jetzt so ein Ding geworden. Der erste Unterschied, den es oft zu Deutschland gibt, das hier sieht man jetzt nicht so gut an unserer Waschmaschine, denn die geht zur Seite auf, so wie die in Deutschland auch. Aber viele Waschmaschinen in Japan sind sogenannte Toploader. Das heißt, man tut die Wäsche von oben in die Waschmaschine rein, was ziemlich praktisch ist, wenn man vergessen hat, eine Socke reinzutun und man denkt, oh, ich will die noch schnell mitwaschen, aber ich habe den Waschgang schon begonnen, dann kann man einfach oben aufmachen, die Socke noch reinwerfen und fertig. Das geht hier natürlich nicht. Wenn hier einmal Wasser drin ist und man macht die Tür auf, ist alles direkt draußen. Das ist aber eine Waschmaschine, die in Japan ziemlich oft verwendet wird, also diese Toploader, in die man von oben Wäsche reintun kann. Aber in Japan werden auch diese Waschmaschinen wie hier verkauft. Ansonsten hätten wir die ja natürlich auch nicht. Ich denke mal, diese Waschmaschine bekommt man wahrscheinlich auch in Deutschland, das Modell. Das wird ja weltweit verkauft, sowas auch. Unsere ist jetzt zum Beispiel von Toshiba. Also das ist eine Marke, die man ja in Deutschland auch kennt. Der Ort von der Waschmaschine ist in der Regel dort, wo sich auch das Waschbecken befindet, in der Wohnung selbst. Also nicht im Keller, nicht auf dem Speicher oder sonst irgendwo, sondern in der Wohnung selbst. Und ihr seht hier das Handtuch, ja, das Handtuch von unserem Waschbecken. Direkt daneben befindet sich die Waschmaschine. Hier hinter mir befindet sich die Tür. Da würde es dann rausgehen in den Flur. Ihr habt die Roomtour vielleicht gesehen von unserer Wohnung. Und da, hinter euch, hinter der Kamera, da befindet sich das Bad. Da saß ich letztens in der Badewanne und habe das Video gemacht. Also es ist nicht wirklich viel Platz hier, muss ich sagen, in diesem kleinen Bereich. Es reicht aber vollkommen, um sich morgens fertig zu machen, um sich die Hände zu waschen und alles. Und die Waschmaschine passt hier eigentlich auch ganz gut rein. Ich finde die zwar ein bisschen groß, aber es ist jetzt nicht so, als würde sie stören. Warum aber packt man die Waschmaschine neben das Waschbecken in die Nähe des Bads? Das macht man, wie im Badvideo ich ja auch erwähnt hatte, weil man das Badewasser vor allem früher oft noch für den Waschgang verwendet hat. Das heißt, die hier hat auch einen Schlauch. Wir könnten theoretisch den Schlauch nehmen, den in das Badewasser tun, das Badewasser abpumpen und dann würde die das Badewasser zum Waschen verwenden. Machen wir persönlich nie, könnte man aber machen und es gibt auch heute in Japan immer noch Familien, die das machen. Aber das ist der Grund, weshalb die Waschmaschine in der Regel neben dem Waschbecken in der Nähe des Bads ist. Das ist in ganz, ganz vielen Wohnungen in Japan so. In einigen ist die Waschmaschine auch auf dem Balkon, das hatten wir in der alten Wohnung so. Muss man aber sagen, das wird immer seltener und immer weniger und ich würde sagen, der Standard ist eher, dass die Waschmaschine sich hier befindet, wo sie auch bei uns ist. Das soweit zu den Waschmaschinen in Japan. In der Regel waschen die mit kaltem Wasser. Die hier kann jetzt alles. Die hat auch eine Trocknerfunktion. Trockner ist in Japan auch relativ selten, dass man einen separaten Trockner hat, ehrlich gesagt. Und generell, dass man Waschmaschinen mit Trocknerfunktion hat, ist in Japan jetzt, haben die meisten Familien auch nicht. Wir haben jetzt eine mit Trocknerfunktion, ganz einfach, weil es wesentlich angenehmer ist mit Trocknerfunktion. Denn normalerweise trocknen die Japaner ihre Wäsche auf dem Balkon. Und da gehe ich jetzt mit euch nämlich gleich auch noch hin. Das Problem ist aber, es gibt die sogenannte Tsuyu in Japan. Das ist die Regenzeit. Die geht ungefähr so 1 bis 2 Monate von Ende Mai bis Anfang Juli ungefähr. Und da regnet es so gut wie jeden Tag. Also es gibt mal einen Tag, an dem es nicht regnet, aber es ist wirklich fast jeden Tag Regen. Und im Winter trocknet die Wäsche draußen auch unfassbar schlecht. Wir haben das jetzt diesen Winter auch wieder gemerkt. Es hat einfach nicht getrocknet. Es brauchte 1,5 Tage oder 2 Tage draußen hängen. Und wenn es dann noch regnet, dann ist halt komplett vorbei. Das heißt, man muss die Wäsche drinnen aufhängen. Drinnen aufhängen ist aber auch nicht immer so toll. Und wenn das Badezimmer keine Trocknerfunktion hat, dann ist es erst recht nicht so toll. Das heißt, eine Waschmaschine mit Trocknerfunktion ist wirklich der absolute Luxus, so könnte man sagen, für Wäschenwaschenden in Japan. Denn man holt dann die Wäsche einfach raus, faltet sie und fertig. Man muss aber dazu sagen, das ist wie gesagt nicht unbedingt auch der Standard, diese Trocknerfunktion. Nun gut, die Wäsche, die liegt jetzt hier rum, Leute, die ist dreckig, die muss ab in die Waschmaschine und ordentlich gewaschen werden. Und wie das funktioniert, das zeigt uns Mayu jetzt. Hallo Leute, ich zeige euch, wie man wäscht, wie man die Wäsche macht. Wäsche kommen hier rein. Hallo, hier geht an,
an und aus und Sabun. Und es gibt drei Menüs und nur Wäsche, Wäsche und Trockner und Trockner. Und ich mache Wäsche und Trockner. Und hier, wenn man hier ist, Jidotonyusette, das heißt, die Maschine macht automatisch Waschmittel rein. Und einfach Stato. Die Maschine misst gerade, wie viel da drin ist und rechnet, wie lange er braucht. Ungefähr braucht er so 4 Stunden. So waschen plus trocknen. Waschen ist 30 Minuten ungefähr, dann ist trocken. Heute braucht er 4 Stunden und 27 Minuten. Und hier steht waschen. Das Rote ist dann trocken. Papi, zeig mal, wie man draußen die Wäsche aufhängt. Tschüss. Nachdem Mayu uns jetzt gezeigt hat, wie das mit der Waschmaschine funktioniert, stellen wir uns vor, die Waschmaschine ist jetzt fertig und wir haben keine Trocknerfunktion angemacht. Dann muss die natürlich irgendwo aufgehangen werden. Und das macht man draußen auf dem Balkon. Und auf dem Balkon hat man dann solche Stangen hier, ne, da werden dann Hosen und was weiß ich nicht alles, kann man da dranhängen. Und das ist im Übrigen auch eine Sache, die ich oft gefragt werde, haben die Japaner eigentlich einen Balkon standardmäßig? Und ja, das haben sie. Also die allermeisten Wohnungen in Japan haben einen Balkon dran. Das ist wirklich absoluter Standard, das ist kein Luxus. In Deutschland fragt man vielleicht öfter mal, ja, hat deine Wohnung einen Balkon? Oder man findet es schön, wenn ein Balkon bei der Wohnung da ist. Diese Frage stellt sich aber in Japan eigentlich gar nicht, weil ein Balkon eigentlich ein Muss ist. Der ist immer dabei, weil die Japaner eben ihre Wäsche dort trocknen. Und deswegen, wenn ihr an großen Apartmenthäusern zum Beispiel vorbeigeht, dann seht ihr gerade im Sommer, wie die Leute alle ihre Wäsche draußen hängen haben. Ihr Futon und ihre T-Shirts und ihre Handtücher und was weiß ich nicht alles. Das hängt dann alles über der Brüstung auf dem Balkon oder hängt da eben oben rum. Und das kann man von unten immer sehen. Oder Leute, die auch ein eigenes Haus haben, das sehe ich öfter auf dem Land, die trocknen ihre Wäsche vor dem Haus. Die haben vor dem Haus dann solche Gestelle und da trocknen die zum Beispiel ihre Wäsche. Also Wäsche draußen trocknen ist was total Normales in Japan und der absolute Standard. Das macht man hier eben so. Und deswegen haben auch, wie gesagt, die allermeisten Wohnungen einen Balkon. Es mag vereinzelt auch Wohnungen ohne Balkon geben, aber das ist wirklich die Ausnahme. Also die allermeisten Wohnungen haben einen Balkon mit dabei. So macht man das dann. Hier hängt man das auf. Es gibt noch verschiedene Utensilien, die man verwenden kann. So ein Ding hier, damit kann man jemandem ordentlich eine klatschen. Das ist für das Futon, ne, damit man das ordentlich abklatschen kann und die Milben da rausjagen kann und was weiß ich nicht alles. Dann so ein wunderschönes Ding hier. Das ist auch, um das Futon festzuklemmen, in der Regel über der Brüstung vom Balkon. Wir dürfen jetzt hier zum Beispiel nichts über dem Balkon hängen, weil die sagen, wenn das runterfällt, ne, es ist halt ein bisschen höher, dann könnte das irgendjemanden erwischen und das ist nicht so gut. Deswegen ist es hier verboten. Deswegen sind die Stangen auch alle nach innen gemacht, damit man das eben in der Innenseite des Balkons dann alles machen kann. Und zum Wäscheaufhängen gibt es natürlich auch die Dinge, die finde ich hier ganz besonders praktisch, denn die macht man so auf. Warum haben wir die geholt? Ganz einfach, weil in der alten Wohnung haben wir auch alles auf dem Balkon aufgehangen und wir hatten erst die normalen, die hier nicht sowas haben. Ne? Dann kam Wind, Taifun oder sonst irgendwas und die ganze Wäsche ist weggeflogen. Deswegen haben wir jetzt diese Dinger hier, die können nämlich hier, ne, egal wie der Wind steht, das Ding fällt nicht ab. Finde ich sehr, sehr praktisch, die Dinger. Und so funktioniert das auch schon mit dem Wäschetrocknen draußen, sofern man keine Waschmaschine mit Trocknerfunktion oder keinen Trockner hat. Trockner ist aber, wie gesagt, in Japan wirklich nicht der Standard. Im Sommer in der Regel trocknet die Wäsche dann innerhalb von ein paar Stunden. Das geht wirklich super schnell, sodass man die Wäsche morgens machen kann, raushängen kann und nachmittags kann man die schon wieder einsammeln. Dann ist die wirklich trocken picobello. Das Problem ist aber während der Regenzeit, der Züge. Da funktioniert das Ganze nicht mehr ganz so gut, hatte ich ja eben auch schon angesprochen. Und da regnet es dann natürlich viel, das heißt, da trocknet die Wäsche gar nicht. Und wenn man sie dann draußen lässt bei Regen, dann nimmt die Wäsche auch den Geruch vom Regen auf. Das ist auch nicht so toll. Drinnen in der Wohnung trocknen ist aber auch nicht immer so einfach. Vor allem, wenn man keine Trocknerfunktion in der Dusche auch drin hat. Das haben wir jetzt hier zum Glück auch. Wenn man das nicht hat, was wir in der alten Wohnung nicht hatten, muss man die halt einfach im Zimmer aufhängen. Und wenn man dann noch in einem alten Haus wohnt, ja, in dem die Feuchtigkeit einfach komplett reinzieht, dann trocknet es auch da nicht. Also es hat während der Regenzeit einfach nie getrocknet bei uns. Das war furchtbar und auch während dem Winter. Weil im Winter dauert es ungefähr 1,5–2 Tage, bis die Wäsche richtig trocken ist. Und wenn es dann noch ein bisschen regnet, dann ist halt auch komplett vorbei. Also deswegen sind wir auch heilfroh, dass wir jetzt diese Waschmaschine mit Trocknerfunktion haben, weil die so vieles, so viel angenehmer und einfacher macht. Gerade während der Regenzeit, gerade auch im Winter. Das ist wirklich ein absolutes Luxus-Upgrade, könnte man sagen. Dass wir halt nicht mehr dazu gezwungen sind, die Wäsche draußen zu trocknen
oder in der Wohnung dann, sondern dass wir sie auch trocknen können. So machen die Japaner das, beziehungsweise die allermeisten japanischen Familien das, aber mit der Wäsche, dann wenn die getrocknet ist, wird die natürlich eingesammelt und in der Wohnung dann noch gefalten. Da würde ich sagen, gehen wir jetzt auch mal rein. Hier sind wir jetzt wieder drin und hier ist die Wäsche jetzt fertig gefalten. Habe ich natürlich direkt gemacht. Nein, hat Mayu gemacht. Mayu macht immer die Wäsche. Mayu faltet die auch immer richtig schön und damit ist die Wäsche dann im Grunde fertig. Ist also relativ angenehm, vor allem mit Trocknerfunktion, einfach rausfalten, fertig dann. Oder man nimmt es von draußen, wenn es draußen eben getrocknet ist. Aber wie gesagt, es hat so ein bisschen seine Nachteile, wenn man die Wäsche natürlich draußen trocknet, weil man sehr abhängig vom Wetter ist. Und das ist auch der Grund dafür, weshalb man in japanischen Wetternachrichten auch öfter darüber informiert wird, morgens, ob es ein guter Tag ist, die Wäsche draußen aufzuhängen oder nicht. Das kommt immer und je nach Region sagen sie dann, ja, in Osaka ist heute 3 Sterne, sage ich mal. Das heißt, da ist Premium-Wetter für Wäsche draußen hängen. Auf Shikoku ist nicht so Premium heute, da sollte man ein bisschen aufpassen. Das finde ich auch immer relativ interessant, dass das in den Nachrichten dann eben auch verwertet wird. Nun gut, das soll es gewesen sein. So waschen Japaner ihre Wäsche oder ich würde sagen, die allermeisten Familien machen das so, wie ich euch gerade erzählt habe. Natürlich gibt es immer irgendwo den einen oder anderen, der natürlich runter zum Fluss geht, um seine Wäsche zu waschen. Mit Sicherheit gibt es auch Leute, die jetzt ein bisschen alternativ machen. Aber wir wollen ja hier gucken, was machen die meisten Japaner. Und ich würde sagen, das ist das, was die meisten Japaner machen. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet was Neues über die japanische Gesellschaft und Kultur lernen. Ihr konntet irgendwas mitnehmen aus dem Video. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie es euch gefällt, ob ihr eure Wäsche auch so wascht oder ob ihr die anders wascht, ob ihr euch das so vorgestellt hättet in Japan oder ob ihr euch das irgendwie komplett anders vorgestellt habt. Und falls ihr euch anders vorgestellt habt, schreibt mir gerne auch wie. Vielen Dank fürs Zusehen. Schaut gerne in die Videobeschreibung. Da gibt es noch einige Links, über die ihr mich und meine Arbeit unterstützen könnt. Unter anderem durch eine direkte Spende. Es gibt eine Menge an Japanisch-Online-Kursen und mein Amazon-Affiliate-Link natürlich. Würde mich freuen, wenn er den benutzt. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye!